zu beuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F. F. Okay. F plant jedem eine Stimme zu geben. Mit so jemandem kann man nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn mit ES2 in unserem Labor trainiert. Er sollte keine Probleme machen. Die Route der Fahrkolonne ist unten markiert. Nachdem das Ziel erledigt wurde, entweder von Oswald oder Z, benutzt du die ES1, um für die Ablenkung zu sorgen. Lass eine Art Phantom an dem Ort erscheinen, den ich mit einem X markiert habe. Erschreckt die Leute. In der Verwirrung schnappt sich der Fahrer ES3. Okay. Sehen wir mal. Okay. Hier sind die ganzen Sachen. So, die Route. Zumindest mal X1, 6, 8, 9. Mehr sieht man hier nicht. Würde ich mal sagen, wir gehen weiter. Passcode gefunden. Und sehen wir mal. Ja, wenn wir jetzt nur nicht die 2-Bit-Bilder hätten, dann hätten wir schon was Zusammenhängendes, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt verschiebt sich das hier alles wieder. Das passt aber eh. So, ich hole mir mal schnell was zu trinken. Sonst verdurste ich hier noch. So, Hallöchen, wieder hier. Hat man, glaube ich, hier gehört, vielleicht ein Raschelgeräusch oder so. Ja, jetzt ist es eh schon 8.42 Uhr. Knappe halbe Stunde nehme ich jetzt schon auf. Und wir haben hier nun wieder ein Assassinengrab, wie ich das so gesehen habe. Na gut, was können wir in Florenz jetzt eigentlich alles bewirken? Okay, ich würde mal sagen, wir holen uns die Codex-Seite hier. Oder, nein, ich habe eine bessere Idee. Oh. Ich habe eine bessere Idee. Und zwar, wir holen uns die Codex-Seite. Nein, wir holen uns den Adlerposten. Und dann gehen wir einfach mal so rauf, zurück mit der holen und dann wieder hierher. Das lasse ich jetzt rüber. Und dann passt das schon. Mir ist lieber, bevor ich jetzt Story mache, mache ich jetzt wirklich Adlerposten und so weiter fertig. Ja, damit wir das wenigstens, damit wir das wenigstens haben. Das sind schon ganz okay. Wir können dann auch mal wieder in die Villa schauen. Wir haben jetzt auch Geld, dass wir wieder was ausbauen können. Das wäre sowieso praktisch. Weil, was tut ihr denn hier? Durch sogenannten Schmied ausbauen können wir ja da, auf ihn. Durch Schmied aufbauen können wir ja, also ausbauen können wir ja, bekommen wir neue Waffen, zumindest der Schmied, die wir dann kaufen können wieder. Aber dadurch, okay, jetzt ist die Frage, ist das hier, wenn ich da drücke, komme ich normalerweise. Ja, ist das hier, ne? Aha. Da muss ich aber eh rauf. Oh, falsche Taste. Hoppla. Ah, wäre ja viel zu einfach gewesen, wenn man es jetzt schon gesehen hätte. Gut, dann laufe ich hier mal eine Runde. Vielleicht sieht man es von hier schon. Das ist ein Steckbrief. Die es nicht wissen, aber das habe ich glaube ich eh schon. Das ist ja eine irgendeine Folge, ist das hier eh dabei. Steckbriefe sind zum Ruf. Zum Ändern des Rufes vorgesehen. Das heißt, wenn man eine hohe Rate hat, kann man mit Steckbriefen das machen. Aber die Folge hat sie eh. Ich glaube die Folge. Ja, die Folge ist schon oben, die habe ich letztens angesehen. Aber was ist denn hier? Ist hier was? Nö. Ach, mein Gott. Jetzt gibt's wieder eine verzweifelte Suche nach dem... Na. Ah, der Arzt. Okay. Ach Gott, jetzt gibt's wieder eine verzweifelte Suche nach dem Tatfragment.
Feder von Petruccio. Ah, ich glaube, ich hab's. Okay, da oben. Gut. Gehen wir mal gleich hier weiter. Mal sehen, was uns hier erwartet. Das wäre ja ganz lustig. So, da. Sieht aus wie ein Äffchen oder so. Irgendetwas war da oben. Irgendetwas, das schon lange dort liegt. Apollo, Datei freigegeben. Nö, ach Menno. Ach du Scheiße. Finde den Adler. Sollte ich hier irgendwas... Ich konzentriere mich gerade nur auf das Beaten. Aber es wird nicht schneller oder so. So gar nicht, wenn ich hier rübergehe. Das ist ein Mond hier, da als findest du mir hin. Okay. Mit diesen schrecklichen Waffen planen die Feinde der Freiheit, ihre Territorium zu konsolidieren, auszubeuten, zu kontrollieren und schließlich zu zerstören. JFK. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich tun müssen. Aber ich glaube, wir müssen das einigermaßen so hindrehen. Es könnte ein bisschen dauern. Aber ihr kennt mich ja. Okay, den mittleren Ring kann ich alleine drehen. Das ist komplett egal, wie ich den hindrehe. Das heißt, ich kann jetzt mal, ich könnte den großen mal so drehen. Dass ich die aber mitdrehen. Muss ich den hier so drehen, dann kann ich den wieder zurückdrehen. Sehen, ob das passt. Prinzipiell müsste es eigentlich jetzt passen, das brauche ich nur mit den kleinen schieben und... Fertig. Oh! Man sollte vielleicht auch auf das Innere Acht geben. Einfach zweimal weiter drehen, was ich so mitbekommen habe. Eieieiei. Okay. Jetzt hat's gepasst. Ja. Was soll ich sagen? Oh Gott, nein. Was soll ich hier wieder suchen? Templer. Seht ihr? Hier, da. Kreuze und Templerzeichen. Oh, hier liegt ein Eden. Wieso liegt denn hier ein Edenapfel? Oder Edensplitter? Ich hoffe, es stört nicht, wenn ich hier so, den... Wie heißt es nochmal schnell? Den... Wenn ich hier so den... Ach, jetzt fällt mir wieder, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein. Wenn ich den, oh Gott. Scheiße, jetzt habe ich überhaupt vergessen, was ich sagen wollte. Ach du Scheiße, es ist viel zu früh zum Let's Play. Nein, 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 unglaublich. Ach, die Leute nehmen in der Nacht auf. Ich nehme in der Früh auf. Ist ja viel besser. Ich habe ja auch kein Problem, ich kann doch nur 3 Stunden schlafen.
habe dann am nächsten Tag auch keine Probleme. Aber bei mir hängt es halt stark davon ab, wann ich aufstehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, sagen wir, wir nehmen jetzt 3 Stunden her. Wenn ich da jetzt zum Beispiel um, weiß ich nicht, um 4 schlafen gehe und um 7 aufstehe, ist das komplett für den Arsch. Und ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich heute um 2 schlafen gegangen und um 7 aufgestanden. Ich muss zugeben, ich lese jetzt das nicht alles vor. Dazu bin ich jetzt zu müde. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich sagen wollte. Ach du Scheiße. Ja, genau. Bin um 7 aufgestanden. Das ist komplett ein Arsch gewesen. Also, wenn ich sowas mache, das sind 5 Stunden schlafen. Das ist ja nicht unbedingt so ein Problem, nur 5 Stunden schlafen. Das geht ja. Das machen manche Leute auch. Aber wenn ich dann um 7 aufstehe, das ist komplett die falsche Zeit. Wenn ich jetzt nicht jetzt um, weiß ich nicht, um 6 schlafen gehe oder um 7 schlafen gehe oder um 8 schlafen gehe und um 10 wieder aufstehe, bin ich nicht müde. Ich bin zwar ganzen Tag so ein bisschen müde, das schon, aber so im Großen, also im Großen und Ganzen, bin ich munter und erholt. Einfach weil ich um 10 aufgestanden bin und nicht um 7, so wie heute zum Beispiel. Es hängt halt bei mir stark davon ab, wann ich eigentlich aufstehe und wann ich schlafen gehe, so die Differenz. Ich bin eher ein Langschläfer, also ich schlafe sehr gerne lange. Ja, was haltet ihr, ja, das wäre sowieso gut zu wissen, was haltet ihr eigentlich von lange schlafen? Seid ihr auch eher Langschläfer oder so richtige Frühaufsteher, die auch hergehen, die anderen Leute, die länger schlafen wollen, auch absichtlich aufwecken? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Daneben. Schreibt doch mal in die Kommentare, damit ich das auch weiß. Da, macht ihm den Gar aus. Jetzt habe ich mir sowieso wieder, jetzt tue ich sowieso wieder Let's Play schon. Na, scheiße jetzt. Ein Let's Play schon vom na, vom Kronk habe ich jetzt wieder, habe ich jetzt Max Payne geschaut, mal kurz. Es sind aber immer nur noch 2 Folgen heraus, ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr mehr, ich habe jetzt keine Ahnung, wieso keine Folgen von Max Payne auskommen. Vielleicht hat er nicht viel Zeit, weil er ja allgemein so viel, weil er ja allgemein sehr viel macht. Also von Let's Plays her und so auch macht er extrem viel. Vielleicht hat er darum keine Zeit, Max Payne, weil er nimmt ja mehrere Let's Plays gleichzeitig auf. Was ja auch. Au. Ach du Scheiße. Was ja auch extrem anstrengend ist auf Dauer. Ach, es geht doch runter. Ja, ja.